Janine Breuer-Kolo. Und wir schaukeln einfach mal in diesen Dienstagabend. Wie schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Schmallenberg hat seit heute seinen ersten inklusiven Spielplatz mit speziellen Spielgeräten wie dieser Doppelnetz-Sitzschaukel, damit wirklich alle Kinder hier spielen und toben können. Und wir durften heute mitmachen. Ich möchte mitmachen. Ein Eiscafé hier in Siegen stand im Fokus bei der bundesweiten Anti-Mafia-Razzia. Der Besitzer wurde verhaftet und jetzt blicken die Ermittelnden nach Italien. Bei einem Streit in Siegen sind heute Nachmittag zwei Männer schwer verletzt worden. Gegen 20 vor 3 ging der Notruf bei der Polizei ein und die fand die beiden schwer Verletzten im Oranienpark in der Siegener Innenstadt. Die Verletzungen deuten auf Stichwaffen hin. Weil die Männer aber kein Deutsch sprechen, kann die Polizei zum Tathergang momentan noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen. Was will ich später mal machen? Schwierige Entscheidung für viele junge Erwachsene, die nach der Schule noch so keine richtige Idee von der Arbeitswelt haben, vielleicht auch ihre Stärken und Interessen noch gar nicht genau einschätzen können und nicht wissen, in welchen Berufen sie richtig sind. Ich finde, das Gap Year Südwestfalen ist da eine super Idee zur Orientierung. Ein Jahr lang für je 3 Monate in 3 Berufe reinschnuppern. Die Praktika sind bezahlt und werden von Firmen aus der Region in den Bereichen Handwerk, IT, soziale Arbeit oder Finanz- und Gesundheitswesen angeboten. Und diese 3 sind schon dabei. Gap Year Südwestfalen, die du absolut auf jeden Fall weitergibst. Ja. Vielen Dank dafür und für den Besuch und alles Gute für die Ausbildung. Danke, dass ich hier sein durfte. Gestern ist der Startschuss zum Stadtradeln im Märkischen Kreis gefallen. Bei dem europäischen Klimawettbewerb haben schon nach dem ersten Tag mehr als 1.100 Radfahrende im MK ihre Kilometer eingetragen. Und auch der, den wir jetzt sehen, fährt Rad, weil ihn das lebendig hält und er vielleicht sonst im Rollstuhl sitzen würde. Mario Löcker aus Heinsbergkirch-Hundem, den wir jetzt sehen, genau, bekommt vor gut 3 Jahren, im März 2020, die Diagnose Hirntumor. 3 schwere OPs folgen, es bleiben starke Gehbehinderungen und Gleichgewichtsstörungen zurück. Aber der gelernte Werkzeugmechaniker trainiert. Er lernt wieder zu gehen und radelt liegend durch die Region. Gießen nicht vergessen. Das übernimmt bei uns in Südwestfalen freundlicherweise noch das Wetter in den kommenden Tagen. Und da hat Ralf Melchert aus Siegen an einer Birke diese Tropfenkunst entdeckt. Sehr guter Blick für die kleinen, schönen Dinge. Danke. Die Aussicht. Dann Höchstwerte um 19 Grad. Und gleich ermitteln hier im WDR Hauptkommissar Thiel und Gerichtsmediziner Professor Karl-Friedrich Börne. Im Tatort Wolfsstunde von 2008 müssen sie die einzige Zeugin retten, die einer Mordserie bisher entkommen konnte. Team Münster übernimmt gleich nach der Tagesschau. Team Südwestfalen sagt Danke. Bis morgen.